eklig aus. Also voll offen und man muss immer nicht bedenken. Würstchen? Nee. Schmeckt nach vegetarischem Fleisch irgendwie. Oh, Mama Leone. Lecker. Ja, Wahnsinn. Und wir fangen mit der Verkostung an. Wir haben uns zwei Herausforderungen für Sie ausgedacht. Wir schicken ein Dosenbier und ein Flaschenbier gleicher Marke zuerst ins Rennen. Ist gut. Schmeckt die Jury den Unterschied Dose oder Flasche? Ja, freilich. Und fangen mit dem ersten Test an. Es handelt sich um ein österreichweit handelsübliches Märzenvollbier. Mag ich nicht. Eigentlich sollten diese Biere dann auch gleich aussehen, was sie nicht tun. Das heißt, da ist schon mal irgendetwas nicht ganz korrekt. Oh, Mama Leone. Puh, was freuen wir denn jetzt da? Grüß Gott, Polizeihauptmeister Mühlbauer, mein Name. Verkehrskontrolle, Ihre Papiere bitte. Grüß Gott, fix nochmal. Ja, Sie fahren hier auf Bayern Straßen, da müssen wir mal schauen, ob Sie dafür geeignet sind. Bitte mal aussteigen. Gut, dann fangen wir einmal an. Hauchen Sie mich einmal an. Bier gibt's nie im Wald. Während der Arbeit nicht. Keinen Tropfen? Noch im Freiraum vielleicht 40 Stück. Ja, das geht ja schon gut an. Wieso? Ja, weil in Bayern kein Mensch doch nüchtern durch die Gegend fährt. So, das gibt's ja bei uns gar nicht. Weil die Erfahrung ist noch nicht so da. Unwissenheit schützt aber vor Strafe nicht. Du hast Glück, dass sie heute einen guten Tag bei mir erwischt haben. Da wollen wir noch einmal ein Auge zudrücken. So, da, trinken Sie mal. So, dann kommen wir zum kulinarischen Teil der Prüfung. Wie heißt es so schön? In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und einen gesunden Körper kriegt man natürlich durchs Zuseln. So, jetzt schauen wir her. Schöne Ich bin Vegetarier. Das gibt's ja nicht. Ja, ich ja auch. Ich kann Rot und Grün nicht auseinanderhalten. So, jetzt zuzeln. So, und dann sind wir auch schon beim letzten Teil der Übung angelangt. Ein zünftiger Erzherzog Johann Jodler aus tiefster Brust. Mag ich nicht. Für den ist die Sachlage klar. Schadstoffe aus Schornsteinen und Auspuffen sind nicht nur vollkommen ungefährlich, sondern richtig prima. Aha. Wir können in der Natur nichts Besseres tun, als CO2 zu produzieren. Je mehr CO2 wir in der Luft haben, umso besser ist für die Pflanzen, umso mehr CO2 können die aufnehmen. Und CO2 bedeutet ja Wachstum für die Pflanzen. Und als Dankeschön geben sie uns ja den Sauerstoff zurück, damit wir atmen können. Oh, Mama Leone. Also voll offen und man muss immer nicht bedenken. Für die Aktivisten von Ende Gelände ist heute Schluss mit lustig. Während die einen noch schubsen, nutzen die anderen den Moment der Unaufmerksamkeit und geben Fersengeld. Dann haben wir noch einen Renner gegeben und haben es auch geschen. Ein Teil schafft es tatsächlich in den Tagebau, wird dort allerdings von der Polizei eingekesselt. Egal, Hauptsache durch. Denn jetzt muss der Betreiber aus Sicherheitsgründen den Betrieb anhalten. Puh, was freuen wir denn jetzt doch? Sie sollen von den Gleisen weggehen. Dann wenn man beidelt oder taugt man um, dann haut es das Gipfel am Kopf. Sie sind beide sehr gute Biere. Und das ist der gleiche Hersteller beider? Der gleiche Hersteller, dasselbe Bier, ist das jetzt korrekt? Ja, freilich. Jetzt schauen Sie mich alle ganz kritisch an, ja. Wo ich doch vom Bier gar keine Ahnung habe. Gefährlich. Reden wir doch einfach über Bier. Noch im Freiraum vielleicht 40 Stück. Heute haben seine Freunde von der Facebook-Gruppe Anti-Volksverarschung in die Innenstadt von Weiden zur Demo geladen. In Österreich haben wir einmal gewinnen. Ah. Haben wir uns so ein so hinten haben wir uns da mit. Da haben wir ja, die Kumpels halt ein wenig vom Dorf, haben wir so 10 Pfund. Sehr zum Unverständnis der ebenso fassungslosen wie ungläubigen Jugend. Das Alter ist ja alles so, naja, mindestens über 60.
Und wir dürfen den Dreckshaufen dann, das dürfen wir dann ausbaden, weil die sterben alle in 30, 40 Jahren, sind die alle weg. Und dann dürfen wir das ausbaden, was die jetzt sagen, ist mir egal, was in 50 Jahren passiert. Aber jetzt soll es uns gut gehen und jetzt ist es wurscht. Aber dann haben wir noch mehr einen Renner geben. Und Hasakischen. Sind da Pilze drin in der Soße? Und ist das so eine Süß-Sauersoße? Alle, die Erfahrung ist noch nicht so da. Aber das ist nicht drin geschafft. Die schmeckt nach Sauren. Kann ich probieren? Na. Boah, das schmeckt eklig. Mag ich nicht. Gefährlich. Da ist eine Wurst drin. Aha. Puh, was rein wir denn jetzt da? Die ist sehr, sehr luftig. So ein bisschen wie Sahne. Ich bin froh, dass ich nicht bayerisch bin. Zwischen den alten weißen Männern ist heute auch eine junge weiße Frau. Naomi Seibt. Es wird Zeit, dass wir dieser depressiven Anti-Haltung ein Ende setzen. Wut und Panik gehören unseren Gegnern. Helm setzt immer auf. Gruppen zu dir sind. Dann, wenn man beidelt oder taugt man um, dann haut es das Gipfel am Kopf. Es geht doch gerade keine Provokation von unserer Seite aus. Aha. Im Lausitzer Revier werden jährlich rund 60 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Da kann man schon mal emotional werden. Es ist kriegisch auch und. Ja, das wären die Richtigen. Lauter Sicherne, das war's. Mittlerweile haben sich die Klimaschützer bis auf wenige hundert Meter ans Ziel herangearbeitet und versuchen sich, bei eisiger Kälte häuslich einzurichten. Minus. Wo heute alles stillsteht, rollen sonst Waggons voll mit Braunkohle. Sagenhafte 80.000 Tonnen des fossilen Brennstoffs benötigt das Kraftwerk. Und zwar pro Tag. Das ist der Nachteil. Ja. Und die großen Diving. Ich würde auch lieber auf der Couch liegen, ja. Ohne Feierabend. Wie es bei uns beim Brauchtum zugeht. Drum ist er jetzt gekommen zu uns nach Bayern, wo er bei mir jetzt da steht. Lauter Sicherne ist gut. Welche Bräuche brauchen Bayern? Bauern. Gesicht. Fassbier. Wie ist denn das, wenn du jetzt mal ein Kind kriegst? Denkst du auch, Andreas könnte es auch werden? Ja. 14 Mal in Dock muss einem Brauchtrösser liegen.